Ja, ich bin gerade leicht wortkarg, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Ich will nämlich nicht, dass die Creeper da drin hochgehen und mir wieder irgendwelche Löcher irgendwo hinreißen. Nichts passiert. Wir müssen hier eine Brüstung hinbauen. Wir müssen eindeutig irgendwo eine Brüstung hinstellen. Wir brauchen irgend so eine Brüstung hier hinten, ey. Weil sonst läufst du jedes Mal die Gefahr, dass du irgendwie hier runterkippst. Sei es, weil du runtergeschossen wirst, oder sei es, weil da wirklich... Ja, leider kein Spezial-Item. Ach, Menü-Musik ist schön. Alter. Ich glaube, das da hinten war mal wieder so ein Kandidat für ich... Das war mal wieder so ein Kandidat für ich hau da hinten ein Loch in die Wand. Wahrscheinlich wieder die Spinne, die hier rumreiert. Alter! Geh dich da mal bitte dran! Hm? Ah, Alter! Immer diese arroganten Schnösel da in der Falle. In der Falle sitzen und dann noch arrogant werden. Alter, ich, das geht mal gar nicht. Hui. Okay. Ach ja. So. Also, Schwert ist hier. Mir ist eigentlich egal, wo das hinkommt. Puh. Der hat Aimbot drin. Der hat Aimbot drin. Voll der Hacker. Okay. Oh, Alter, ich brauche mal wieder fressen. Mann, Mann, Mann. Echt, also das ist schon echt schlimm, was man hier teilweise essenstechnisch braucht. So. Achso, ich hätte hier nur 4. Hm, toll. Wheel of Karma. Das Rad des Schicksals? Keine Ahnung. Karma, 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 Panorama. Da Karma, das Panorama. La Parmigiana, ist egal. Ich hab gar keinen Kobbel mehr. Das können wir da reintun. Also ja, das ist der Tablet.
toll. Hat sich jetzt voll gelohnt. Da oben sind wahrscheinlich auch irgendwelche Dingens drin. Sehr schön. Mal sehen, wann die Spinne da vorbeikommt. Aha, nächster Pfeil, endlich mal die spawnt. Ja, sehr schön. Mit dem Pfeil. Running Waters, ja. Das Wasser rennt hier wirklich. Also so schnell, wie das da läuft. Das ist doch, kann man schon fast als Rennen bezeichnen. Hallo. Alter. Das ist mal so, eine Creeper-Explosion hätte den Vorteil, dass die Spinne wahrscheinlich weg wäre. Aber das Problem ist, dann besteht auch wieder das Risiko, dass der wieder ein Loch in die Wand reißt. Und je mehr Creeper das sind, desto höher ist immer das Risiko. Denn irgendeiner fliegt wahrscheinlich hoch und reißt dann... Ah, ich hab's. Ich weiß, was das Problem ist. Wenn ein Creeper explodiert, katapultiert er den anderen wahrscheinlich ein Stück hoch, sofern er noch genug Lebenspunkte hat. Und wenn der dann auch explodiert, dann reißt er ein Loch in die Wand. Okay, ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Hey. Alter! Alter! Also diese Spinnen sind, Schwarzpulver, ja toll. Ach ja. Und die Spinnen dampfen natürlich nach oben ab. Mobile Werkbank. Sehr schön, ja. Ach, danke für diese Schallplatte, werte Skelett. Dass Sie so gütig waren, mir diese vor die Füße zu werfen. Aber denken Sie dran, das ist nicht gut für Schallplatten, wenn man die einmal einfach anderen vor die Füße schmeißt.
Haben wir hier vielleicht noch irgendeinen Creeper, den wir da flach machen können? Oh, ich hab nichts mehr zu fressen. Naja, gut. Jetzt geht's als epische Boss-Battle auf Doom. Ja. Ha. Potenzial für die nächste Schallplatte. Die schmeißen einfach mal die Knochen raus. Gut, wenn ihr weint. Ich glaube, jetzt greife ich aber mal ein bisschen durch hier. Ah, da ist ja noch eine Schallplatte. Wow. Das? Ach so, Hunger. Naja. Ja, der ist aber jetzt ein bisschen arg laut. Moment mal. Das sortieren wir mal gerade um. Aber das sehen wir jetzt. Bäh. Nicht so weit gegangen. Nichts passiert. Oh, Scheiße. Alter. Und das kotzt so an. Boah, Alter. Ich kriege hier noch einen Aggress. Na. Es wird Zeit, dass ich mit meinen Plugins fertig werde. Das ist echt nicht mehr tragbar, der Zustand. Alter, ich habe schon so viele Schallplatten. Also wir haben Chirp, wir haben 13, ja okay. Strat, Maul, Stall. Und Wait. Wait and See. Boah. Nehmen wir das Zeug einfach mal gerade mit. Also, das da brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. So. Kobbels werden definitiv nicht reichen. Der Ofen, den kann man einfach mal lassen. So,
Ja, okay, jetzt sind wir schon bei fast 3 Stunden Aufnahme. Scheiße, ich brauche nämlich Fackeln, das ist doof. So, wir brauchen einmal 2 Fackeln. Alter, so viel zum Thema. Ich habe nur noch ein paar Fackeln, stelle ich gerade fest. Na, das Problem ist, dass die Kisten da, dass das hier dazu neigt, dass einem das Inventar ein bisschen zuzumüllen. Frozen Star. Huppa. Schnauze. Wir brauchen hier 2. Ja, okay, gut, das geht noch. Und da unten. Also, wir brauchen. Ach doch, das haben wir ja dabei. Ah, sehr gut. Da unten noch und hier noch. Ach, Creeper sind immer so eine problematische Sache. Weil die reißen durchaus doch Löcher in die Wand. Auch wenn ich es eigentlich jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass die Löcher in die Wand reißen, aber ist halt so. Enderman, verpissen Sie sich von da oben. So geht man mit unerbetenen Gästen um, wisst ihr ja. Ruhe. So. Also erstens mal das da dahin. Das dann nach da unten. Ne, das nach da, das nach da. Pfeile kommen hier hin. So, dann hier kommt das hin. Dann kommt das dahin. Einer davon braucht man nicht. Dann. Ist da irgendwas für hier? Nee, glaube ich nicht. Ach man. Ja, wir tendieren uns übrigens gerade auf die 3 Stunden zu. Ich dachte mir, ich könnte das Ganze ja direkt im Herzen eigentlich in einem Abwasch fertig aufnehmen. Ich hatte eigentlich ein bisschen Hunger, aber naja. Ach scheiße. Erstens mal Melone gehört nicht dahin. Das gehört nach da, das gehört hier raus. Das gehört nach da. Und das wird langsam ein bisschen voll hier. Scheibenkleister. Da stelle ich gerade fest, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und, Slabs. Ne, Slabs haben wir eh keine mehr. Nehmen wir 2 Blöcke mit. So, und dann hier einmal Slabs craften. Ich fühle mich Slab. Das wollte ich leider nicht. Wollte eigentlich nicht.
Da sieht man mal wieder, wie einem das, was man gerade liest, doch beim Dings beeinflusst. Beim Reden.